Also wir haben jetzt Tag 3 und auch den letzten Tag des NTS. Wir beginnen gleich mit der Tabligh-Stadt. Heute Morgen hat das Tahajjud-Namaz stattgefunden, das Fajr. Ali? Alhamdulillah, wir haben ausgeschlafen. Bereit? Alhamdulillah, ja. Tag. Dann schauen wir, was heute abgeht. Okay, Assalamu alaikum, Bruder. Wa alaikum salam. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Alhamdulillah. Kannst du dich kurz vorstellen? Mein Name ist Faiz Watt, ich bin aus Albstadt Ebing, das ist im Süden von Deutschland. Und ja, ich bin Qaid Majlis in Albstadt. Und ein guter Freund von mir. Ja, auch. Essensplan haben wir leider nicht bekommen. Leider nicht. Wie war das? Wie waren die letzten drei Tage jetzt mittlerweile? Die letzten drei Tage waren sehr schön. Wir waren hier auf dem National Tabligh Seminar in Hanau, in der Beit al-Wahid Moschee. Und die drei Tage waren deswegen schön, weil wir unsere Tabligh Skills aufarbeiten konnten und verbessern konnten. Wir konnten uns echt wirklich viel Wissen aneignen von verschiedenen Referenten. Es waren auch viele Murabiane Silsila da. Und wir konnten wirklich davon profitieren, auch von der brüderlichen Atmosphäre. Man hat auch viele Brüder wieder gesehen, die von weit weg kommen. Also aus dem Norden, aus dem Süden, Osten, Westen, von überall waren Brüder da. Es war wirklich eine schöne Atmosphäre. Stimmt, sonst haben wir nur diese Webex-Meetings, die jede Woche genau, also es war wirklich wieder dieser Aufweckruf nach Corona. Hey, die Brüder gibt's noch, es geht wieder normal weiter. Und genau. Was kannst du den Brüdern noch mitgeben? Ich kann den Brüdern mitgeben, es gibt immer was zu lernen für Tabligh, egal wie viel ihr wisst. Wenn ihr auch denkt, hey, ich weiß nichts, ich kann kein Tabligh machen. Man kann auch mit wenig Wissen Tabligh machen. Tabligh ist für jeden. Soll ich dir eine Sache erzählen? Jeep. Der Bruder gerade, Murabi Sahab, hat mit so drei, vier Sätzen gerade mein komplettes Islamverständnis hochgenommen. Damit will ich nur sagen, NTS. Gibt es viel zu erleben? Ja, auf jeden Fall. Gar tere naam se na ho. Alhamdulillah, gut. Was ist gewonnen? Ich habe nichts gewonnen, Bruder. Ich habe Zertifikat erhalten für die Teilnahme an der NTS. Und? Freust du dich? Ja, sehr. Sehr schön. Wie ist Alkum? Al Islam. Wie fanden Sie das NTS? Alhamdulillah, eine sehr inspirierende und sehr spirituelle Zeit, die wir hier verbringen durften, wo ich und Sie alle, glaube ich, sehr, sehr viel mitnehmen durften. Genau, es war eine sehr schöne Erfahrung. Einmal mehr. Sie dienen ja schon seit mehreren Jahren schon als Muslim im Tabligh, also als Mitglied auch in der nationalen Vorsitz der Majlis Quran in dir. Und was könnten Sie den Brüdern mitgeben für Tabligh? Was wollen Sie den Brüdern in Deutschland sagen? Ja, liebe Brüder, es ist wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit die Botschaft von Islam Ahmadiyyat verbreiten, weil es gibt keine andere Lehre, die sozusagen genau die Lösung und die Herausforderung dieser Zeit sozusagen Antworten darauf liefert. Und der verheißene Messias al-Islam ist genau deswegen gekommen, um die Probleme und Herausforderungen, mit denen die Menschen tagtäglich zu kämpfen haben, weil sie sich von Gott entfernt haben, zu entfernen. Von daher, liebe Brüder, wir müssen rausgehen, wir müssen die Menschen über den verheißenen Messias al-Islam informieren, berichten und die Lehre verbreiten. Wa alaikum salam, mir geht's gut, Alhamdulillah. Sehr schön. Wie fandest du den Test? Alhamdulillah, ich fand die NTS sehr, sehr gut. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sie war sehr segensreich. Man hat die Brüderlichkeit gespürt. Man hat viel Neues gelernt. Und es hat immer wieder Spaß gemacht. Was ihr nicht wisst, dieser Bruder, den kenne ich schon seit Jilzer. Und das sind, mashallah, ein. Und der andere Bruder hat sich gerade versteckt. Komm mal her. Mashallah, das sind zwei liebe und nette Brüder. Wie fandest du die NTS? Laka Shukra, es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen.
Ich konnte sehr viel Neues lernen, sehr interessante Themen. Und was ich jedem empfehlen kann, herkommen, Notizen machen und die Dinge zu lernen. Es war wirklich, wirklich interessant. Ich kann es ja oft genug sagen. Also Allah Kashokare, ich habe hier sehr viel Spaß gehabt. Das Interessante ist, dass diese zwei Brüder angehende Hufas sind sogar, richtig? Ja, Alhamdulillah. Wie läuft es? Allah Kashokare, es läuft gut. Ich habe jetzt Alhamdulillah den halben Koran auswendig gelernt, 14-2. Und die Wiederholung läuft, ich lerne auch weiter. Und ja, es läuft, Alhamdulillah. Das heißt, wenn ich dich jetzt einmal etwas abfragen würde, dann hast du es auch drauf? Ja, Alhamdulillah, ich habe es drauf. Die alle ersten 14? Ja, die ersten 4 und die letzten 10. Warte, jetzt überlege ich mir den Vers, wir machen es einfach live. Ich nehme mal. Es muss irgendwas sein, was nicht jeder drauf hat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Ja. رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Wie geht's dir? Alhamdulillah, gut. Bruder, was kannst du den Brüdern in Deutschland mitgeben? Das ist natürlich eine sehr allgemeine, sehr groß gefasste Frage. Aber im Grunde auch das, was wir in der Abschlusszeremonie nochmal gehört haben. Also eigentlich alles, was unser spirituelles Leben betrifft. Die Rechtleitung kriegen wir jeden Freitag von unserem geliebten Imam, seiner Heiligkeit, dem fünften Kalifen, möge Allah sein Helfer sein. Das umfasst ja wirklich alle möglichen Themen, die einen Muslim so betreffen können. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, sich wirklich sehr stark daran zu orientieren, was Hasul sagt. Hasul sagt ja auch so viele Dinge, die unser alltägliches Leben betreffen, wenn es um Frieden geht, wie es um Gerechtigkeit geht, um die Rechte unserer Mitmenschen. Also im Grunde kann ich eigentlich nur mit dem Finger zeigen, sozusagen in Richtung von Hasul Akdas und meine ganzen Mitbrüder nur dazu ermutigen, wirklich ganz genau den Worten von Hasul zu lauschen und dem Folge zu leisten, inshallah. Assalamu alaikum. Das war wirklich ein wirklich tolles Programm. Wir hatten viel erlebt, viel zu tun und gleichzeitig habe ich einen Mitverantwortlichen einfach mal hier. Gucken wir mal, wen haben wir hier gefunden? Assalamu alaikum, rahmatullah. Waalaikumsalam. Wer sind Sie? Mein Name ist Nabil Khalid. Ich bin Regionalguide aus der Region Wetterau Main-Kinzig. Und ein guter Gastgeber. Alhamdulillah, wirklich, die letzten paar Tage waren echt viel und echt Gutes mitgelebt. Was können Sie sagen, backgroundmäßig? Wie viel Arbeit steckt dahinter? Da steckt schon sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Aber Alhamdulillah, ich hatte ein Team von 15 Qaidine Majalis. Und wenn man so ein starkes Team hat, dann kann die Arbeit so groß sein, wie es will. Dank Allahs Gnade haben wir das alles so gut es geht gemeistert. Jetzt steht aber noch vieles an. Für die Brüder, die hier zu Besuch waren, ist es zu Ende. Für uns geht es jetzt wieder richtig los. Die Sachen müssen zurück, von wo wir die abgeholt haben. Transport, Abbau, Sauberkeit. Daher bin ich auch jetzt ziemlich beschäftigt. Haben mir für den Bruder gerne Zeit genommen. Sag mal. Aber musst du noch gleich weiter. Vielen lieben Dank, sag klar. Sag klar. Also. Ich suche gerade meinen Kollegen, meinen Bro, wo er hier drin ist. Und ja, wir haben den gefunden. Guck mal, wen wir gefunden haben. Zwei Baden-Württemberger Löwen, Geidmisches Löwe und Murubi Sitzler Löwe. Murubi Sitzler weiß noch gar nicht, was ich ihn fragen werde, deshalb spontan wieder auf Murubi Sitzler richten. Wie fanden Sie die letzten paar Tage? Ich bin sehr begeistert, ich bin sehr positiv überrascht. Und es gibt ein paar Sachen, die ich besonders gut fand. Und zwar, dass wir endlich mal wieder zusammengekommen sind, brüderlich uns verknüpft haben. Und die Spiritualität, die wir sehr vermisst haben, war wieder in diesen 3 Tagen sehr gut zu spüren. Sehr schön. Sie sind ja auch wirklich sehr tabliert erfahren, wir haben uns dadurch auch kennengelernt. Was können Sie uns mitgeben? Tabliert ist für mich Leidenschaft. Das bedeutet, wir müssen nicht nur argumentativ die Menschen berühren, sondern auch spirituell. Und man sagt ja, man erkennt einen Baum an seinen Früchten. Und wir Ahmadis müssen die gesunden Früchte von diesem Baum werden, dass Leute uns daran erkennen. Das heißt, wir müssen an uns arbeiten, wir müssen spirituell stark werden und die Menschen mit unserem Ikhlaq gewinnen. Das ist viel wichtiger, als die richtigen Argumente zu kennen, was auch natürlich wichtig ist. Ich denke, Tabligh bedeutet für mich, wenn du etwas hast, was sehr, sehr schön ist,
das auch für deinen Bruder wünschst. Und das ist in dem Fall einfach der Glaube. Sehr schön. Und du bist, aber ich habe noch eine kleine persönliche Frage. Ja. Viele Brüder, die jünger sind, haben nicht so die Erfahrung, wie es ist, mit einem Rubian zu sein, ihnen Fragen zu stellen, sich ihnen zu öffnen. Was können Sie, also vielleicht gibt es auch so eine Scheu, ich weiß es nicht, vielleicht schämt man sich oder man traut sich nicht, irgendwie mit einem Rubian in Kontakt zu treten. Mhm. Wie ist es von der Seite des Murabis jetzt, was können Sie denn genau jenen Rudam sagen? Also ich finde, alle Murabian, ich denke, ich spreche dafür alle, würden das sehr wünschen, dass kleine Brüder oder dass Leute zu uns kommen und uns einfach als einen Lehrer betrachten oder als einen älteren Bruder oder als einen Mentor. Ich finde, diese Distanz sollte nicht sein. Das Beste, was einem Modobi passieren kann, eines der besten Sachen ist, dass Menschen auf uns zukommen und uns in Anspruch nehmen, weil dafür sind wir ja letztendlich da. Und wenn wir den einen oder anderen helfen können, dann ist das für uns was Wunderschönes. Es reicht uns aus, wenn wir den einen oder anderen helfen können. Deswegen habt keine Scheu. Denkt einfach nicht, dass wir dass wir streng sind oder verurteilen. Das stimmt überhaupt gar nicht. Kommt auf uns zu, redet mit uns. Wir sind wie ältere Brüder und tauscht euch aus und habt da überhaupt gar keine Scheu. Das ist überhaupt gar nicht nötig. Ja. Ihr habt gehört, Mashallah, wir haben wirklich echt viele Brüder hier auf dem NTS gehabt. Leider ist das NTS auch wieder vorbei. Bruder Faiz auch vorne. Essensplan noch nicht gehabt, aber Essen war trotzdem top, oder? Ich möchte aber auf jeden Fall kurz auf die Brüder hinweisen, die haben Mashallah sehr gute Arbeit geleistet und ich bin dankbar. Ich möchte auch an der Stelle danken, einfach ein Dankeschön an das ganze Team, die sehr gut gearbeitet haben, Mashallah. الغفي الصريح يسعى كالفضاء رحيب الفسيح. Assalamu alaikum. NTS ist ja vorbei, aber wir haben noch ein paar Brüder hier. Wir sind bis morgen früh noch hier in Hanau. Wir sind jetzt in Frankfurt gerade. Wir haben Rubis mitgeschnappt, um ein bisschen mehr noch von ihm zu lernen und den Abend noch mal schön ausklingen zu lassen. Bismillah, Bruder, Bismillah. Komm, was ist? Hamburg! 5-0! Ich bin kein Geburtstag. Sonst kann Asse nicht nach vorne. Und dann rückt die Blende wieder. Nein, Digga! Bruder, wenn das nicht wegkommt, dann wäre ich auch nicht. Wir müssen Arm zurückziehen, Kente, 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 K